Wer schreibt, der bleibt. So ein altes Sprichwort und damit herzlich willkommen zur täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Hier ist Megional am Dienstag, den 7. März. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf. Im Zeitalter von Spielekonsole, Gameboy und Co. spielt das gute alte Lesen von Büchern und Geschichten bei den eher jüngeren Menschen nur noch eine unbedeutende Nebenrolle. Ganz zu schweigen vom eigenhändigen Schreiben solcher Geschichten. Umso erfreulicher ist es, über eine derartige Veranstaltung berichten zu können. Die Verleihung des Nachwuchsliteraturpreises hier in Marienberg. Frank Langer hat sich bei dieser Auszeichnungsveranstaltung umgesehen und viele erstaunte Gäste getroffen. Zum 8. Mal wurden junge Autoren am Sonntag von der Vereinigung Literatur im Erzgebirge, einem Projekt der Waldorf-Villa, im Rahmen des Literaturnachwuchspreises ausgezeichnet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen hatten dieses Mal Erwin Strittmatters Schaffen als Leitthema für ihre Schriftstücke. Unter dem Leitspruch "Gestritten wird immer" haben junge Autoren Texte geschrieben und den Mut aufgebracht, sie bei uns einzusenden. Und dafür kann man schon mal einen mächtigen Applaus geben, finde ich, für den Mut von den Autoren. Und heute wollen wir die besten Texte davon präsentieren und natürlich auch prämieren. 10 bis 21 Jahre jung durften die Einreicher sein, welche sich mit ihren Geschichten oder Gedichten beteiligten. Daher gab es für eine Gruppe zwar nur einen Sonderpreis, aber den nur, weil sie eigentlich nicht in die Bewertungskriterien gepasst hätten. Die Erzieherinnen hatten nämlich Eindrücke und Erzählungen der Kinder der Kita Neuer Bahnhof Ehrenfriedersdorf aufgegriffen und in Texte gefasst. Herausgekommen war ein kleiner Band, aus dem Juror Matthias Franke einige kleine Episoden vortrug. Die Feuerwehr kommt und löscht das Feuer. Denn im Krieg ist Feuer drin. Es sind im Krieg auch gefährliche Tiere drin. Es ist auch ein Vulkan drin. Ein Haus wird umgeschmissen. Dann kommt der Bauarbeiter auch schon und er baut es wieder auf. In dem Haus befinden sich die Polizeistationen. Es ist ein hohes Haus. Die Polizei untersucht den Krieg, denn da ist bestimmt ein Gefangener drin. Ob die Polizei es schafft, den Krieg zu beenden? Die Sonnenblume. Auf einmal kommt der Bauer aus dem Haus heraus und pflückt die Sonnenblume ab. Er macht einen Blumenstrauß daraus. Auf einmal springt die Katze aus dem Gebüsch und schnappt sich den Blumenstrauß. Bleib hier, hör auf! Aber die Katze rennt einfach fort. Der Bauer steht da und denkt, was für ein Streich. Beeindruckend, was die Kleinen beschäftigt. Zu Recht bekamen sie ihren Sonderpreis. Die Gewinnerbeiträge wurden durch das weitere Jurymitglied Gerd Schlott vorgetragen, welcher diesen damit eine besondere Note gab. Unser schönes Erzgebirge. O du schönes Erzgebirge, bleib es dir doch immer treu, wie die grünen, weiten Wiesen, an denen sich mein Geist erfreut. Unter alten, grauen Bäumen, nah der Heimat und dem Berg, ist noch immer Platz zum Träumen, macht das Leben wünschenswert. In der Jury saßen außerdem die Autorin Jana Heidler, Christine Winkler und Carsten Krankemann vom Literarischen Kleeblatt aus Chemnitz. Die Favoriten der Juroren waren am Ende Emily Rother aus Grottendorf mit Das kleine Eiscafé an der Ecke, Talita Anouk-Wende aus Freiberg mit Unser schönes Erzgebirge, Ida Eggert aus Leisnig mit Keiner weiß, was er will, sowie Alexa Mautrich und Lilli Retzbach aus Chemnitz, die mit Mein Schultag ein ernstzunehmendes Thema aufgegriffen haben, was sie in ihrer eigenen Klasse bewegte. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Hey, hey, du Missgeburt! Kannst du uns hören oder sind deine Ohren genauso behindert wie du? Mein Blick schweift durch die Klasse
Was will ich hier eigentlich? Ich gehöre hier nicht her. Worte fliegen durch den Raum auf mich zu. Ab und zu fliegt auch einmal ein Stift oder eine Trinkflasche. Ich fange an zu zittern. Hast du Angst? Lachen. Angsthase, Schlampe, Idiot! Warum tun Sie mir das an? Warum sagen Sie das? Was habe ich Ihnen getan? Bin ich wirklich so hässlich, egoistisch und dumm, wie Sie es immer sagen? Was habe ich getan, dass Sie mich so verachten? Sie lachen, spotten, rufen, verletzen. Schaut euch mal die an. Die kann gar nichts. Die ist richtig dumm. Und wie dick die ist. Oh, was will die hier? Die gehört nicht hierher. Meine Freundin Alexa und ich, wir haben einen Mitschüler in der Klasse, der, also den betrifft das halt. Und da wollten wir, also da haben wir anfangs für die Klasse das geschrieben, damit unsere Mitschüler was, also zum Andenken angeregt werden. Ja, und dann haben wir uns gedacht, reichen wir das hier einfach ein. Das war ja auch sehr erfolgreich. Habt ihr dann in der Klasse was bewegen können damit? Ja, teilweise. Es gibt Menschen, die lassen sich da nicht reinreden, aber doch schon viele Menschen aus unserer Klasse. Die Vereinigung Literatur im Erzgebirge hat zusammen mit der Baldauf-Villa mit diesem Nachwuchspreis gezeigt, dass es abseits von Computer, Spielkonsole und Smartphone noch mehr existiert, mit was sich junge Leute beschäftigen. Ja, na wunderbar. Aber auch der Sport, liebe Zuschauer, soll heute nicht zu kurz kommen und wir blicken mal nach Aue zum Fußball und auf das Baugeschehen rund um das Stadion. Dort wurde nämlich am letzten Freitag ein wichtiger Bauabschnitt gefeiert. Ein Auf und Ab in Aue. Rauf ging es am Erzgebirgs-Sparkassenstadion mit dem Richtkranz. Nach den spannenden letzten Wochen auf der Baustelle Sparkassen-Erzgebirgsstadion und den kalten Temperaturen im Januar war es am 3. März um 10 Uhr an der Zeit, den Bauarbeitern für ihre harte Arbeit Danke zu sagen und mit ihnen Richtfest zu feiern. Im Zentrum des Richtfestes standen der von einem Mitarbeiter des Rohbauers vollzogene Vortrag des traditionellen Richtspruchs sowie das Zerschellen des auf den Beton geworfenen Glases, dessen Scherben im Volksmund das nötige Glück bringen. Anschließend wurde die Richtkrone aufgezogen und so mit einer jahrhundertealten Tradition gefolgt, was auf gute Jahre hoffen lässt. Seit dem Winterbeginn war jeder Wetterbericht mit Spannung erwartet worden, um zu sehen, ob die Temperaturen wieder nach oben klettern. Im Hauptgebäude sorgte eine Bauheizung für leichte Plusgrade, sodass auch der Innenausbau gut fortschreiten konnte. Trotz der kalten Außentemperaturen wurden die Rohbauarbeiten immer dann, wenn die Witterungsverhältnisse es zuließen, fortgeführt. Damit ist der Rohbau des Hauptgebäudes nun weitgehend abgeschlossen. Auch die Ausbaugewerke sind bereits gut vorangekommen, sodass das Bauvorhaben weiterhin im Zeitplan liegt. Nicht so gut im Rennen ist dagegen die erste Mannschaft des FCE. Die haben zwar nach einer langen Durststrecke am vergangenen Wochenende mit einem 2:2 Unentschieden gegen die Armania aus Bielefeld wieder einmal bewiesen, dass sie noch mit Moral und Kampfgeist Fußball spielen können, was aber letztendlich an dem derzeitigen letzten Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga nichts ändert. Ganz aus dem Rennen ist dagegen Pavel Dotschev, der im vergangenen Jahr noch mit den Veilchen in Olpernhau zur Sommerlounge zum Botschafter des Erzgebirges ernannt wurde, muss sich nun einen neuen Arbeitgeber suchen. Mit der Begründung, er könnte die Mannschaft nicht mehr, wie in dieser Situation aber nötig, erreichen, hängt er seinen Trainerjob in Aue an den Nagel. Bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft nun dem Richtkranz nacheifert und sich wieder auf den Weg nach oben macht. Und bleiben wir gleich bei einer Ballsportart, bei der allerdings mit einem kleineren Ball und der Hand gespielt wird. Es geht um Handball, liebe Zuschauer. Die erste Damenmannschaft des HSV 1956 Marienberg spielte in der mitteldeutschen Oberliga am vergangenen Wochenende gegen den Thüringer HC zweite Mannschaft und wollte den ersten Heimsieg im Jahr 2017 einfahren. Nun ist denn der Plan aufgegangen, Sebastian? Leider nicht, Tobias. In einem bis zuletzt spannenden und sehr torreichen Punktspiel der mitteldeutschen Oberliga unterlag die erste Frauenmannschaft des HSV 1956 Marienberg zu Hause gegen die Bundesliga-Reserve des deutschen Handballmeisters. Der Thüringer HC 2 gewann mit 30:34 dieses Spiel. Mittlerweile ist das schon die 8. Saisonniederlage für den HSV Marienberg. Spiel sehen möchten wir ihn dennoch nicht vorenthalten. Thank you.
Obwohl sie einen begeisterten Start hinlegten, kamen sie im weiteren Verlauf des Spiels von der Rolle. Die Gäste nutzten dies und glichen in der 18. Spielminute mit 11:11 aus. Dank einer guten Abwehrarbeit und sehenswerten Treffern ging das Team von Trainerin Daniela Philipp dennoch mit einer 5-Tore-Führung bzw. 17:12 Punkten in die Pause. Die Philipp 7 blieb weiterhin in Führung und alles schien nach Plan zu laufen, bis eine unerklärliche Schwächephase und Veronika Partowa vom Thüringer HC2 mit 2 entscheidenden Treffern die letzte Hoffnung auf einen Sieg zerstörte. Der HSV 1956 Marienberg befindet sich momentan im Kampf mit 6 weiteren Teams um den Klassenerhalt. Hoffnung hierfür sind definitiv noch vorhanden. Denn sollte zum Beispiel der HV Chemnitz aufsteigen und folglich keine 3 Aufsteiger aus den Landesverbänden geben, dann bedeutet dies, es gibt auch nur einen Absteiger. Der Kampf geht also weiter und wir dürfen gespannt sein, wie sich die HSV-Damen beweisen. Eine sichtlich enttäuschte HSV-Trainerin kommentierte dies mit folgenden Worten. Die erste Halbzeit, also haben sie eine starke kämpferische Leistung gebracht. In der zweiten Halbzeit haben sie die Einstellung nicht mehr gehabt zu dem Kampf, also den Kampf weiter anzunehmen und einfach die Punkte zu Hause zu behalten. Wie will man das abstellen für die Zukunft? Also Kampf ist das in einer geboren. Wenn das nicht existiert, kann ich als Trainer machen, also Motivation und. Aber die Mädels müssen lernen, einfach die Sicherheit bei sich zu behalten, klinische Fälle zu vermeiden. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und drücken die Daumen. Und auch morgen am Mittwoch ist unter anderem in Bostendorf an der S325 und in Reitzenhain Ernst-Thälmann-Straße mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Speziell in Reitzenhain wird neuerdings verstärkt in den Nachtstunden geblitzt, da hier seit Anfang März die Höchstgeschwindigkeit in den Nachtstunden auf 30 km pro Stunde beschränkt wurde. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Ja, und nun folgt noch der obligatorische Blick aufs Regionalwetter. Das bekam man heute Morgen zu sehen und man traute den Augen kaum. In der zweiten Nachthälfte kam der Winter mit dem Schnee zurück. Es bleibt zum Glück nur ein kurzes Intermezzo. Ja, heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel klar bis wolkig und man kann wieder mal einen Blick auf die Sterne werfen. Ja, und wo keine Wolken sind, da ist auch kein Niederschlag. Ist ja auch logisch. Aber dort, wo die vereinzelten Wolken aufkreuzen, dort kann es auch wieder leichten Niederschlag geben. Und da wir unter dem Einfluss der Kaltluft stehen, fällt besagter Niederschlag als Schnee. Die Temperaturen fallen hier wie folgt aus. In Obernhau werden -2 bis 0 Grad erreicht. In Marienberg wird es mit -4 und 0 Grad am kältesten. Und in Zschopau verharrt das Quecksilber bei 0 bis 2 Grad. Der Wind ist kaum spürbar, er weht gering mit um die 7 km pro Stunde aus Süden. Morgen am Mittwoch beginnt der Tag wolkig und die Sonne steuert bis zu 2 Sonnenstunden zum Wettergeschehen bei. Im weiteren Tagesverlauf zieht der Himmel zu und es kann in den Nachmittagsstunden zu örtlichen Regenschauern kommen. Temperaturmäßig geht es dabei wieder bergauf. In Deutsch-Neudorf klettert das Quecksilber von -2 auf +5 Grad. In Poberschau werden -1 bis 6 Grad erwartet und in Amtsberg, dort gibt es die Höchstwerte von 0 bis 9 Grad Celsius. Der Wind weht leicht mit um die 15 km pro Stunde aus Westen. Nun der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Am Donnerstag wird es schon wieder frühlingshafter. Der Himmel zeigt sich dabei bewölkt mit noch mehr sonnigen Abschnitten. Regen gibt es hier nur vereinzelt. Die Temperaturen klettern auf 4 bis 11 Grad und der Wind frischt wieder auf und weht aus Südwesten. Der Freitag, das Tor zum Wochenende, bietet eher wechselhaft bewölkten Himmel mit ohne Niederschlag. Die Anzeigen in den Thermometer zeigen 3 bis 8 Grad und der Wind weht böig
aus Nordwesten. Ja, und mehr vom Wetter gibt es dann morgen hier an dieser Stelle. Denn, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Das war Megional für heute am Dienstag und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Schalten Sie doch einfach bitte wieder ein. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns finden Sie noch im Internet auf unserer neu gestalteten Seite unter www.mef-lein.de. Ja, damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine erholsame Nacht und ich freue mich morgen auf Sie wieder. Bis dahin, tschüss.